Okay, hier war ich auch schon. Ja, hier war auch so ein Turm, ne? Okay, war hier eine Markierung? So ein Zipfelweg einmal. Und da dann. Aber dann geht's hier irgendwie auch noch runter, ne? Dass wir hier so rüberkommen. Genau, mal hier ein bisschen ran gucken, bis hier hin dann, ne? Hier ist nochmal 4, 5. Okay, dann einmal porten, dann haben wir es ein bisschen weniger weit. So, und auf geht's. Sagen, Nummer 1 sollte eigentlich gar nicht so weit weg sein. Irgendwie auch so nice aus da hinten, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, da kommen wir erst noch hin anscheinend, okay. Jetzt ein bisschen runter. Ich glaube, die singen auch da wieder, ne? Die singen. Das ist die Frage, tun sie ein was? Tun sie ein nix? Östliche Windmühlen leider. Freude voraus, okay. Wenn auch kein Hund versteckt ist, dann können wir zusammen aufbauen, ne? Zusammen Freude, okay. Mehr oder weniger. Diese Fische explodieren ja, ne? Wurde der eine nochmal aufgehalten? So, was haben wir hier? Dunkelblaue Kapuze. Adligen Reisekleidung. Also quasi irgendwie so eine adligen Ausrüstung, ne? Ritter Zwillingsschwerter. Das sieht allerdings sehr interessant aus. Und die Kapuze, guck ich mir mal an. Ein dunkelblauer Kapuzenmantel stammt von einem verwandten Mitglied der Königsfamilie. Verstärkt euren Geist. Sieht man da rechts, ne? FP erhöht sich. Diese Mäntel wurden oft denen verliehen, die mit einer Mission in ferne Länder aufbrachen, sehen sie zurückkehren würden. Aber bleibt diese Tapfern wirklich eine Wahl, nachdem sie führende Hand der Gnade erblickt haben? Okay, und dann das Schwert. Oder was auch immer. Das hier, ne? Ist auch eine Doppelklinge anscheinend. Aber die skaliert mir auf Stärke. Talent Wirbelhieb, ein Lieblingstalent geschickter Krieger, wirbelt herum und stützt dabei Gegner auf. Durch weitere Eingabe könnt ihr deinen Angriff nachsetzen. Okay. Aber es scheint schlechter zu sein als die Doppelklinge, ne? Also wegen Skalierung, ne? Okay, dann gucken wir uns mal hier weiter um. Altusblüte. Hier ist auch nicht viel. Was steht denn hier geschrieben? Wer versucht, ein Gift voraus? Ah, es geht dann um Elden Ring 2, genau. Dark Souls 2. Da war es ja so gewesen, dass man mit Feuer die Mühle zum Anhalten bringen konnte. Dann war dann auch kein Gift mehr im Bossraum, wo diese Dingsherumsa war, diese Art Medusa. Deswegen kein Gift voraus. Okay, dann reiten wir hier oben weiter zur letzten Mühle. Ich könnte unten oder oben lang gehen. Ich gehe mal kurz hier unten. Hier scheint da noch irgendwie was zu sein, zumindest hatten so eine Art Sumpf. Mit Skeletten wieder. Wenn man leider zweimal schlagen muss. Ah ne, das sind ja solche Zombies, keine Skelette. Ich glaube, die schlage ich jetzt nicht alle tot. Obwohl wahrscheinlich nicht viel ist, aber da geht es auch wieder hoch. Könnten auch zur Mühle kommen. Na gut, dann gehe ich da nach oben. Ich fange mal noch die Schmetterlinge. Nämlich den heranwachsenden Schmetterling habe ich gar nicht so oft, ne?
Hier ist auch die Musik so ein bisschen komisch. Ich frage wieder, warum? Wer bist du da oben? Und warum ist da eine Ratte? Und hier ist eine Brücke. Ich bin anscheinend schon im Kampf. Gegen wen oder was auch immer. Wolle! Der hält aber viel aus. Hoppa! Ich glaube, den habe ich schon mal gemacht, aber den hatte ich auch ein bisschen anders in Erinnerung. Okay, ich laufe mal hier unten lang. Vielleicht kann ich den ja doch noch überraschen. Seid mal ruhig hier. Okay, zu Pferd war da nicht so gut, weil man schlägt ja auch nicht so oft zu, ne? So, das sieht doch schon anders aus. Ich krieg. Oh, krieg deine Rüstung anscheinend. Schimmersteinkrone von Haus Heimer. Kriegsmagierhube. Da, 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 da. So weiter und so fort. Okay, hier ist also eine Brücke. Aber ich glaube, die war eh intakt, ne? Da kann ich einmal rübergehen. Aber ist auch mal schön, dass. Ja, auch Gegner gibt, die man nicht klein schnetzeln muss, wie gerade das mit den Windmühlen. Okay, da am Ende steht auch einer, ne, oder? Moment. Ah, der hat dieses Ding auch, was wir hatten. Zeigt er nach oben. Wie, du stößt mich hier runter. Okay, tut er nicht. Du zeigst da nach oben, zum Eldenbaum. Oh, sagst aber viel. Aber es sieht aus dem Screenshot, nein. Mal reden. So, okay. Wieder da. Okay, zu Punkt 3 wollte ich ja gehen. Zur Windmühle. Mal gucken, was es da erwartet. Gehen wir mal einen Sack Mehl oder so. Hier war eine Riesenwade. Riesenwade, eine Riesenwade. Das wäre so ein Libelle. Habe ich denn eigentlich einen Buff oder einen Debuff gerade oder so? Ah, wegen dem Blut wahrscheinlich, ne? Das gerade. Westliche Windmühlenweide. Nachricht, die ich glaube relativ hoch bewertet ist. Das ist auf seiner Kampf zu fertig. Was für Risse. Oh. Ich sehe nur diese Ratte, keine Risse. Riesenrattenasche. Ja. Und auch die Riesenratten beschwören. Mensch, dass ich den Tag noch erleben durfte. Ah, besser kann es gar nicht mehr laufen. Können die Riesenratte beschwören? Oh mein Gott. Na, auch wieder mit Feuer und kein Gift und was? Kein Kopf auch raus? Muss ich vor Kopf. Aha. Ist anscheinend auch nichts mehr. Mach ich Punkt 3 weg. Ich mache mal kurz das Orientierung da. Punkt 1, dass ich da hinkomme. 2, 3, 4, 5. Dann haben wir das Gebiet ja relativ schnell erkundet, ne? Also müsste es natürlich noch offen, aber hier haben wir ja schon einen Großteil geschafft, würde ich sagen.
Auch eine Marika-Statue? Kaputte. Ne, kaputte. Ich muss da runter. Hier oben ist wahrscheinlich zu steil zum Unterspringen, oder? Ich würde das machen, aber ich will es nicht riskieren, ehrlich gesagt. Da stehen welche. Da muss man mal gucken, was da los ist. Was steht hier denn da? Ich hätte auch noch hier oben lang gehen können anscheinend, oder? Ich guck kurz hier oben. Ist denn hier oben irgendwas? Ah, hier mit der, die Asche, die hier oben war, ne? Die hat uns ja gewöhnt. Da ist ein Ort der Gnade. Ich glaube, der erwischt mich mit seinem Feuerspeer. So, so viele Nachrichten. Was ist hier los? Ja, das ist da ein Ort der Gnade. Das hat man doch von Weitem schon gesehen, ne? Links versuchen. Ja, wenn du von der anderen Seite kommst, ja. Sonst wäre das die falsche Richtung. Eins kann ich ja gleich auch mal versetzen. Eigentlich ja, das hier alles irgendwie, ne? Gucken wir jetzt mal die Ruinen an. Weil die weisen mich dorthin. Entweder habe ich ja hier hingewiesen, ne? Irgendwie so Richtung Hauptstadt. Ich hätte wieder das Gekuche. Ach, das ist hier unten, ne? Hätte ich ja hochgehen können. Guano Runa. Darum geht's. Jetzt für mir geht's auch weiter. Guck ich doch mal, wenn da so ein Truppen läuft. Da wieder so eine ganze Karawane. Was geht denn hier ab? Ja, ich meine, ihr passt den hier. Krabbt hier anscheinend nach irgendwas. Oh. Mal schön ins Feuer reinlaufen. Schlingel. Zündet ihr uns noch den Hintern an? Da oben sitzen welche. Hier ist eine Libelle gefangen. Okay, der rennt hier. Aua! Ach, warte. Hat er wieder Shit ausgerüstet. Easy. Aber nicht gerade hier der Typ. Ach, hier ist er ja. Ah, der hat auch eine Kiste, ne? Die hat eine Kiste gehabt. Goldene Rune Stufe 10. Immerhin. Das ist anscheinend auch noch eine Art Burg. So, der kommt ja so jetzt nicht hin, oder? Das ist nicht das, was wir sogar noch sehen auf der Karte? Das hier so? Ne, ist weiter hier, glaube ich, ne? Und er hat hier gar nichts mitbekommen. Eine tot. Ich habe irgendwie mal Angst, dass einer von denen sich irgendwie nochmal so ein Riesenbär verwandelt. Und dann geht die Action wieder los. Okay, jetzt kommen die da unten. Geht denn hier ab? Oh, das war du. Das meinte ich mit, das war du. So, wer will zuerst? Ihr wollt alle. Na denn. Ruf ich doch nochmal das Pferd. Scheiß Schweren. So.
So, waren hier nicht auch noch ein paar? Okay, lädt jetzt nach. Okay, da ist ein großer Wagen, der fährt weg. Aber hier haben wir auch noch einen Karawan. Hier laufen auch noch welche. Mal schauen, dass wir die hier unten langlaufen, oder? Ach, hier ist auch noch ein Wagen. Ah. Wagen. Kürbiskopf. Oh, hier gibt es anscheinend keine Truhe. Anscheinend schon gelootet. Unglaublich. Was ist mit dem los? Natürlich hält der eben ganz schön aus, ne? Na. Ist nicht runtergestellt, das von dem her. So, und ist ein Schotterstein. Wahrscheinlich sind hier ein paar runtergefallen, so wie die Blutflecken das vermuten lassen. Okay, hier waren noch welche, sind gelaufen. Die sind da vorne. Okay, mach ich jetzt mal den Posten da weg. So, das war schnell und effektiv. Und noch ein paar. Natürlich werde ich wieder runtergeschlagen. Ist der immer noch lebt? Okay, da oben sind auch die Ruinen, die ich meinte. Ich glaube, das war die Karawane. Die Caravan. Ja, komm, schlag mich doch runter. Beide tot? Nee, da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Schwere Armbrust. Haben wir jetzt hier nicht gleich noch so einen Druck? Jetzt bin ich glaube schon bei diesen großen Felsformationen, die ich gesehen habe. Ne? Das gucke ich mir später noch genauer an. Mach mal kurz erstmal hier den hier. So. Ah, dit. Können wir da hochgehen? Ah, wird auch vom Kürbiskopf bewacht. Kürbiskopf. Ja, das musste passieren. So macht man das. So, seid ihr beiden noch danach? Einer. Dass er nicht Angst bekommen, wenn einer da die ganze Truppe die nachschlachtet. Ah, er war anscheinend mutig oder doof. Okay, Kürbisköpfchen, komm mal her. Okay, den schwer hast du nicht mehr. Oh, du kannst also auch gut. Nur diese Kopfattacke. Und weg. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Und es ist... Es wird sein. Großsterne. Quasi
Ich denke an große Gebäude mit Blutung und so, ne? Aber die tun dann immer nichts, die sind ja nur fürs Ziehen verantwortlich, ne? Habt ihr gut gezogen. Okay, wir gucken uns gleich da oben die Ruinen an. Das ist noch ein Kürbisschädel. So. Muss gleich mal hier unten um. Hier ist anscheinend nicht so viel. So, und weg ist er. Oh, und noch ein Trank dazu. So muss das laufen. So, wie komme ich denn hier nach oben? Also es gab mal Aufstieg, das habe ich schon gesehen, ne? Ich fange doch mal an der Reihe an, ne? Erst Nummer 2. Sturmblutruin. Das klingt schon nice. Punkt. Ja, die 200 habe ich gesehen. Ja, wo bist du denn? Sagen hier war noch einer. Oh, Blutrose, Blutrose. So, und da unten hört man auch wieder diese Seuchendinger, die da so rumspucken, ne? Ich will keine Luft mehr kriegen, ne? Ist eine Ratte? Ne, so ein Ding. Mach ich jetzt mal nicht das Jahr. Der ist langsam und macht nicht viel Schaden eigentlich. Eher nur so hinderlich. Und die? Hier ist das, was vielleicht mal eine Kirche war. Ich glaube, hier sind nur diese Schleime drin. Ne? Aber man kann auch hier runter. Natürlich kann ich jetzt nicht nachgucken. Da oben ist ein großer Stein. Den würde ich vielleicht höchstens machen. Gehe ich hier schon mal runter. Ja, geh runter. Aua. Anscheinend auch ein Boss. Dann mal rein in die gute Stube. Das ist ein gut angegangen. Kennen wir ja schon. Ich glaube, der wäre auch so gegangen eigentlich. Wollte er sein eigenes Medizin bekommen? Blutverlust. Oh, immer noch nicht seine Waffe bekommen. Unglaublich. So. Und eine Truhe. Mit. Die Gehelix. Die Gehelix, zeig doch mal her. Die Gehelix. Schweres Stoßschwert. Unser Degen. Blutverlust 57, da ist schon was drauf. Und das ist ein Degen. Das könnte vielleicht bald ein Bild werden daraus. Das geht natürlich auf Arg, Stärke und Geschick. War mehr auf Geschick. Die muss ich gleich mal hochleveln. Unheimliches Stoßschwert mit gewundener Klinge gehört einem der Adligen, die in den Fürsten des Blutes dienen. Die Klinge bohrt sich in das Fleisch des Gegners und verursacht einen starken Blutverlust, bis hin der Lebenssaft elegant die Klinge entlang fließt.
sehr nett ausgedrückt. Aber sieht auch schön aus, so. Diesen Bluteffekt am Schwert, ne? Einzigartiges Talent. Erhabene Finesse. Weicht elegant einen Angriff aus und geht auf Distanz zum Gegner. Setzt mit einem starken Angriff nach, um einen schnellen Satz zu machen und führt mit einem weiteren starken Angriff einen Sensenschwung aus. Klingt nice. Das muss ich mal ausprobieren. So sieht das aus. Sehr nice. Ich komme auch noch weiter. Ich habe aber nicht weiter gedrückt. Ah, hier probiert auch jemand aus. Sogar zweihändig. Sehr nice. Zweihändig. Und die Sprungattacke. Die wäre so quasi fast nach unten gestoppt. Okay. Und die Finesse. Okay, das wäre der Kombo gewesen. Also man kann trotzdem noch ausführen, aber es wird mir so schön animiert. Okay. Soll ich mir da nochmal genauer angucken mit dem anderen Degen. Aber erstmal ruhig das Gebiet hier weiter klären. Okay, ich wollte zum Großen, ne? Lass mich raus hier. Bist du Schleim? Wahrscheinlich bei Nummer 5, ne? So, Waffe ausrüsten. Ohne Waffe ist immer schlecht. Ich kann nicht bald ein Blutbild machen. Ne? Warum gibt es einen großen davon? Wollen wir versuchen, genau. Aber ich habe auch keine Fehlgrade mehr, ne? Hätte ja schön meine Fackel benutzen können. Geht das ja trotzdem. Nee, passiert nichts. Ich wollte eigentlich schlagen. Ich glaube, da mache ich lieber mit meinem Schwert und mache ich es auch gut für Lust. Der denn jetzt noch her? Was, so weit? Mach doch erstmal die Kleinen. Oh. Gut, verlust, dann nehme ich schnell weg. Splitter. Ist ja auch noch einer. So. Und ich ruhe. Tatsache, hier ist das getroppt. Bisschen Blut. Also nichts Wildes. Okay, wir sind jetzt hier. Ich mache einfach mal so Punkte. 3, 4, 5. Dann gibt es da anscheinend auch schon so Übergang. Nee. Ach, hier waren wir, ne? Hier war ja der Kürbiskopf. Der Kürbisköpfchen. Jo. Nee, ihr Schafe. Nein, das sind keine Schafe, das sind ja Rehe. Oder Wild, kann man allgemein sagen. Zu 3 komme ich nicht? Doch, komme ich schon. Ist da unten. Da stehen auch so Leute da in der Brücke. Komm ich hier hoch? Hier kam hier irgendwas. Hier kann ich mir gut vorstellen, dass sich einer verwendet. Was gut, dass er jetzt den Stock benutzt hat. Weiß nicht, ob dadurch irgendwas verloren geht. Oder tarnt er sich irgendwie, aber eigentlich war er nochmal sichtbar, ne? Komisch. So. Die Marke habe ich auch fertig.
Und die gucken dann nach drüben. Das kann ich mal mitnehmen. Da sehe ich einen Ort der Gnade. Und hier wollt doch noch Ärger. Okay. Guck mal her. Hast du nicht? Hier deutet der eine. So. Und. Ich glaube immer noch das gleiche wie im ersten Gebiet, ne? Diese Oberfrucht. Und noch einer, das ist aber ein Magier. So, dann gehe ich mal über die Brücke und dann holen wir uns Ort der Gnade. So. Gelmir. Doch, ein Ort von Herr der Ringe ist er. Okay, er ist auf der hinten rum. Habt ihr das gesehen? Auch was Großes, ne? War das? Ach, diese Wagen. Kämpft er gegen irgendwas? Doch gegen diese Ritter, ne? Vielleicht mal gegenseitig fertig. Und diese Attacke, die ist richtig ätzend. Okay, wir wollten da drüben weitermachen. So, dann nochmal über die Brücke. Der Ort der Gnade sagt auch da lang. Also ich komme wahrscheinlich irgendwie der nächste Bus. Wir wollten uns erstmal auf dem Altusplateau weiter umgucken und dann Randgebiete der Hochstadt weitermachen. Und dann eventuell Nokron. Falls ich Rani doch noch eine Information entlocken kann, wie ich hinkomme. Sonst probiere ich nochmal was aus. Ich hätte eine Vermutung. Das ist Nummer 5. Nummer 5 ist dort hinten, ne? Ich da hin? Ist da oben, ne? So, da steht auch einer. Der macht schon Tabula Rasa. Wilson. Sind so viele. Hier muss ja irgendwas versteckt sein. Wenn so viele hier rumdungern. So. Durch. Holzen. Ah. Wenn die das hier beschützt. Ich wollte eine Runenstufe 4. Das wäre jetzt aber nicht so erstrebenswert, das zu beschützen. Gibt es denn hier noch was anderes? Okay. Ich würde sagen, nein. Okay, da kommt noch einer angeschlichen. Ist diese Burg. Komme ich wahrscheinlich noch nicht hin, ne? Wahrscheinlich können wir da und dann hier so runter. Da war ja eine Klippe, da ging es nicht runter. Da müsste jetzt auch weggehen. Gut, dann wird das auch abgeschlossen. Dann würde ich den Weg weitergehen und dann das hier so erkunden. Das haben wir schon erkundet, also das hier ZAPP. Okay, dann biege ich mich gleich dahin. Ich setze mir auch schon mal einen Marker. Das sieht irgendwie interessant aus. Das, das, das. Und dann gehen wir durchs Tor durch. Hier ist auch noch was. Stimmt, ah, jetzt war's Klick. Ich wollte ja vorhin auch die Orte hier besuchen. Weil da hat mir. Konnte ich noch nicht hochgehen. Aber wenn ich da lang gehe, dann müsste das klappen, ne? 2, 3, 4, 5. Das ist mir ein Marker für die 1, da will ich dann als nächstes dann hin. Und hier Poten. Ich muss mal kurz was trinken. So viel reden macht durstig. Genau, die da oben haben ihre Freude des Lebens. Die geben richtig Gas. So, wir folgen dem Weg. Also gerade haben wir ein gutes, ja, ich würde sagen, guten Ding gefunden. Da bin ich mal dann noch gespannt, was der so kann. Oder ob ich damit noch ein Bild aufbauen kann. Okay. Da hinten sind Katapulte. Habe ich zur Kenntnis genommen. Ich sollte vielleicht einfach durchreiten, die Katapulte machen, eventuell. War hier nicht auch schon Katapult? Die sind wahrscheinlich nicht besetzt, auch die sind noch zerstört.
Irgendwie haben die kein Zielwasser getrunken, glaube ich. Dann muss ich aufnehmen, bevor ich abgeschossen werde. Federfuß Tier mit Tier 10. Das hatte ich glaube auch noch gar nicht. Was auch immer das jetzt ist. Na, was versteckt sich hier? Oberfrucht. Na toll. So, ein bisschen gucken. Okay, ich gehe erstmal zu Nummer 5, das ist direkt vor meiner Nase. Da sitzen nur Adler. Dann wird das auch wieder eine Kirche sein? Nicht eine heilige Träne? Was meint ihr? Ich sehe auch einen Baumwächter. Aber der Baum ist doch gar nicht in der Nähe. Der wäre dort. In den niedere Erdenbaum. Nee, okay, ist doch keine Kirche, ist ein bisschen anders aufgebaut. Ach, vielleicht wieder so ein, eine Ruine. Okay, der bekämpft. So, ich habe Plünder und dunkler Schwierigkeitsstufe 5. Hätte ich die eigentlich noch? Ich glaube, ich brauchte schon 6 oder 7, um mein Schwert abzugraden, ne? Müsste das, was ich gerade bei mir führe. Hier ist irgendwie nicht so viel. Der versteckt sich. Oh. Komm, ich geh mal hin, wo mehr Platz ist. Ah, Mist, da hat er mich schon erwischt. Na los, komm her. Ja, das hast du toll gemacht, das ist die Ruine kaputt. So, jetzt macht er wahrscheinlich wieder seinen Sprungangriff. So, komm, ein Schlepper hat ihn. Hat dich ihn nicht erwischt? So, jetzt aber. So, weg ist er. Larventräne, sehr nice. Das hatte ich mir gerade die ganze Zeit gedacht bei diesen Ausgrabungsstätten, wo diese einfachen Zombies waren. Da hat sich ja einer auch mal ein Bär verwandelt. Der hat sich jetzt in Löwen verwandelt. Da gab es eine Larventräne. Okay, hier oben. Okay. Macht es denn Sinn, hier unten weiterzugehen? Ich höre irgendwas. Hitzbolzen. Achso, ey, warum hab ich die hier nicht gesehen? Der Tomat nach den Augen. Oh, ich glaube, ich höre noch irgendwas. Weit geht das, gibt noch. Also, es geht noch ein Stück weiter anscheinend, okay. Aber hier wollte ich auch gucken. Ah, hier geht's nach drüben. Aber da blitzt ordentlich. Wir gehen erstmal nach oben. Wo die Katapulte sind. Hier hoch. Ich komme hier hoch, Tatsache. So, können wir die Katapulte von hinten überraschen? Wir sagen ja, ne, da wird es wahrscheinlich zu den Katapulten gehen. Ach, da. So, hier ist auch keine Höhle versteckt. Ist keine Höhle. Okay. Ja, das tat weh. Pferdchen Galopp, oder wie sagt man immer so, ne? So, hier war die eine Markierung. Und hier scheint nichts weiteres Erkundbares oder Wichtiges zu sein. Okay. Dann gehen wir doch weiter. Wir haben ein paar Marker gesetzt. Das angucken wollen. Genau, das sieht schon aus nach Artillerie, was hier gleich rumsteht. Genau, ihr habt mich abgeschossen, ne? Oder wolltet es zumindest. Müssen wir jetzt mal rechnen. Okay, nichts versteckt. Nur Katapulte.
Ah, Mist, ich bin geschlagen. So, der erste. Der ist auch bemannt. War bemannt, meinte ich. Hier wird wahrscheinlich noch mehr kommen, ne? Machen ja irgendwie das Tor. So. Aber relativ schwache Soldaten, um hierher zu kommen, muss man eigentlich relativ stark sein. Ah, ups. Du hast zu viel gequatscht und geträumt, ne? So, jetzt habe ich wieder 13. Da vorne ist noch ein Katapult. Ja, hier ist keine Wache mehr. Ich nehme vorher mal nachgucken sollen. Quatsche ich es wieder rum und dann werde ich hier geschlagen. Ja, den machen wir noch weg. Ah, da ist noch eine goldene Saat. Auf der anderen Seite nämlich nicht gesehen, dass da noch was zu holen ist. Hier ist aber auch nichts versteckt, ne? Nee. So, da gehen wir nochmal zur goldenen Saat, falls ich die nicht schon habe, aber ich denke eigentlich nicht. Hier sind auch noch ein paar Dödel. Ich glaube, das wird sich nicht lohnen, die zu machen. Ach, das Katapult oben schießt noch. Na gut. Sollten wir ja trotzdem grüne Saat holen können. Wirklich grüne Saat. Das ist wunderbar. So, dann mal hier ab durch die Verteidigung, die gar nicht mehr steht. Dann holen wir uns mal das Katapult. Ich werde aber auch schon dann hier nach unten gehen und dann durch das Tor durch. So, ist hier noch jemand? Wahrscheinlich in Camps dann, ne? Ah, ich finde Kriegsasche, das hört man an diesen, ja, an diesen Rauschen, kann man sagen. So, komm du mal her. So, verdient. Hier ist eine Art Ruine. Oder ein kleiner Turm. Ja. Kampf zu Pferde. Na los. Okay, der hat nicht viel Gegenwehr geboten. So, da drüben waren wir ja vorhin. Das sind ja die Mühlen, ne? So. Wollen wir die mal überraschen und hier hochgehen? Aussichtsturm der Hochstraße. Steig ich doch lieber mal ab. Ich will ein bisschen Knochen. Und. Ja, hier ist nichts. Hat sich gelohnt. Oh, wo willst du denn hin? Ich glaube, der hat mich gesucht. So, klettern wir auch mal nach oben. Oh, was war das? Wie kommen die Gegner hier so schwach vor? Da bin ich eigentlich gar nicht überfordert. Oder ist einfach nur einfache Gegner gerade? Muss ja nicht immer diese bockschweren Gegner überall sein. Ich hoffe, selbst bei Elden Ring nicht. Aber hier sieht man, die sind mir doof. Irgendwie ganz hübsch. Oh. So, und hier ist ein Großbogen drinne. Und Großpfeil. Großpfeil hatte ich schon eingesammelt, aber ich hatte noch keinen Großbogen. Das passt doch. Okay, finde ich hier noch was am Ende, am Fuße des Turmes. So, das sollte passen. Das auch. Und hier sind noch Kisten. Muss man da noch ein paar machen. Komm, dann trinke ich nochmal ein. Taste. So. Ups. Genau, hier sind nochmal ein paar Soldaten irgendwie verteilt. Ist ja auch alle Loot droppen müssen. Macht das Ganze immer nur zeitaufwendiger.
wertvolle Tränke. Hier ist nichts. Und hier ist ein Camp. Hier finden wir am meisten was. Wo ist diese Kriegsasche? Die muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, ne? Ja. Komm, auch auf die Kriegsasche. Kriegsasche, Blitzschnitt, noch ein Blitzschnitt. Das denn gerade? Blitzschnitt. So. Ihr seid auch Geschichte. Das einzig Wertvolle hier, ne? So, wie die Axt im Walde. War hier nicht noch ein Lager? Ja, mehr oder weniger so ein Zelt da, ne? So. Altusblüte. Ich glaube, hier ist nichts mehr versteckt. Außer das. Triastin hier. Shit, ja. Setzen das Wesen voraus. Wahrscheinlich auf der anderen Wand, ne? Anderen Wand, auf der anderen Seite der Wand. So. Dann. Ach komm, zwei hatte ich auch abgegrast. Dann kann ich gleich zu Nummer 1 gehen. Ich gucke mich mal kurz hier um. Kurz vom Tor. Ja, hier sind noch ein paar. Wenn du wunderschön bist. Bolzen. Das ist ja alles für Billiglager. Mensch, so könnt ihr hier die Hauptstadt doch nicht besetzen oder beschützen. So wird das nichts. Das hatte ich doch von der anderen Seite schon mal gesehen, ja. Das hatte ich von der Entfernung gesehen. Frag ich mich, ob das Pfeile sind oder so als Speere oder so. Oder wird man hier beschossen? Gute Frage. Das gucken wir uns ja beim nächsten Mal an. Erstmal noch den Rest des Gebietes angucken. So, Nummer 1. Und dann wollte ich ja erstmal vielleicht Snowground machen. Das steht ja schon seit langem offen. Und noch den einen Schwarzklingen-Boss machen. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ja, sonst nur die Frage, ob man Hauptstadt weitermacht. Oder ob es Vulkan. Da waren wir an meiner Falle, oder können jetzt auch hier über die Brücke gehen. Oder hier haben wir den Punkt. Können da quasi in der Mitte starten, von da oder von dort. Mehrere Möglichkeiten. Okay, hier laufen auch ein paar Dudes rum. Ah, hier war auch dieses Gewitter am Ende irgendwo, ne? Frag mich, ob das irgendjemand beschwört oder ob das diese Blitzblüten sind. Gibt da so Blumen, die ziehen das irgendwie an, ne? Ah, da unten sind Särge. Da ist ja meistens auch ein bisschen was an Loot. Wo komm ich denn hier unten hin? Hier unten wird doch jetzt nichts mehr sein, glaube ich. Ein paar Wölfe. Die ignoriere ich jetzt mal getrost. Wenn hier nichts ist, dann ist hier nichts. So, ein paar schwebende Steine waren da gerade. Nö, nur ein paar Wölfe. Die müssen wir jetzt nicht machen. Dann gehen wir mal zum kleinen Friedhof oder zu diesen Särgen. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Hier ein paar Blüten. Gift machen. So. Ich glaube, da waren noch ein paar Sachen. Ups. Überfrucht. So. Meistens ist das gar nicht mehr. Meistens ein paar Runen. Bisher hatte ich selten was Wertvolles gefunden. So, hi. Willkommen bei meinem Stream. Gnade.
Und da hinten gewittert es ordentlich. Ist da wohl erwartet. Okay, jetzt kann ich eigentlich nochmal die Marke machen. Ich würde dahin, dorthin. Ich glaube, der erste Marker wird auch das mit dem Blitz sein, ne? Und hier gehe ich noch einmal hin. Ja, was geht? Wir sind ja gerade hier in der Innenring und sind gerade im Altusplateau. Und ich war gerade dabei, die ganze Gegend zu erforschen. Mir fehlt jetzt dieses Stück hier. Und dann wollte ich hier reingehen und den Abschnitt noch machen. Und dann mache ich vielleicht das Gebiet Nokron, falls ich das finde. Da wollte ich dann nochmal mit dem NPC Rani reden, falls dir was sagt, dass dieser NPC, der so zwei Gesichter hat, quasi so ein Geistesmädchen, kann man so ganz grob ausdrücken. Die könnte vielleicht nochmal einen Hinweis geben, wie ich zu Nokron gebe, weil ich ja Radan besiegt hatte und die hat ja halt irgendwie den Weg eröffnet, dass wir dahin können. Wo es hat ich noch nicht gefunden, wie. Okay, das sind diese Blitzblüten. Wir spüren wieder die Blitze. Genau. Gibt es bestimmt auch schon einige Waifus dazu. Gab es auch, was waren das? Resident Evil 8 mit der Vampir-Dame. Gab es da direkt auch ein paar Cosplays oder Waifus, die dazu gemacht worden sind. Aber bei Rani kann ich mir das auch gut vorstellen. So, wie soll ich dich denn nennen? Tessra oder Yasuguri? Wie wirst du denn lieber angesprochen werden? Was haben wir denn hier? Okay. Kann ich durch? Ah, da saß ja noch so ein Dude gerade vor der Treppe. Yasu, okay. Yasu ist auch noch kurz und knapp und leicht. Ah, ne. Schwarze Klinge. Ah. Ging ja gut los. Ah, ich würde erstmal meinen Trank nehmen. Ach. Oh, der hält aber auch aus. Oh, der wird schwer. Der wird schwer. Sind halt auch so flink, ne? Na, guck mal her. Ach, Mist. So, jetzt aber. Ach, ich hab keine Ausdauer mehr. Ist natürlich schlecht. Ist auch klar, so oft wieder zusteht, nicht konnte und ausweichen muss. So, jetzt aber. Ah, ist aber schneller. Jetzt mal gut hier. Das war knapp. Das war knapp. Nein, jetzt kommt er gerade nicht angerannt. Sonst erst mal Yasu. Ja, Yasu finde ich auch einfach, weil der Name ist ja kurz im Zungenbrecher. Angst. Komm hier. Mist. Jetzt muss ich echt aufpassen, sonst sterbe ich. Nein, nein, nein. Oh, jetzt hätte ich schief gehen können. Was auch? Ich glaube, ich habe gerade mehr Glück als Verstand. Na, komm her. Was ist da so? Jetzt gleich einfach anmachen soll. So, zack. Geschafft. So, schwarze Messer. Habe ich jetzt eine Waffe? Sind auch durch, ja? Ja, so hast du denn auch schon Elden Ring gespielt? Oder bist du sogar schon durch? Oder hast du es vor? Danke, danke. So, da unten ist anscheinend eine Kirche. Ha, 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 ha.
Genau, der Speedrun bei Elden Ring sind ja 28 Minuten, weil das ist ja meistens so durch diese Glitches etc. Ne? Das war 80%, ist das gut, hä? Was ist mit dem hier los? Also hast du Elden Ring schon durchgespielt, wahrscheinlich mehr als einmal. Hör ich mich oder sehen ein bisschen anders? Was sehen irgendwie so golden aus? Oder könnte auch das Licht sein? Hier im Elektro. Quasi fast wie so ein Pokémon-Elektro-Roller. Hoppa, ey. Ganz schön aggressiv, diese Viecher. Oh. Was meinst du jetzt mit 5 Minuten? Was geht echt schnell? Den Speedrun, oder? Was meinst du? Oh, kriegst Asche, Blitzbock. Ja, das ist das, was die gerade machen, ne? Ach, geh doch mal weg, du. Böser Bock. So. Also, wenn man Streetrun macht, dann kommt man natürlich schnell durch, aber ich glaube, hier alle Enten, soweit ich das gehört habe, muss man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr machen als durchrushen, ne? Genau, mit Glitch und so weiter. Aber da frage ich mich, ob dann noch irgendwie so ein neuer Glitch kommt, dass das irgendwie noch schneller geht. Irgendwann wird das ja auch gepatcht und dann ist das ja nicht mehr möglich. Den kann man ja manche Speedruns halt dann wahrscheinlich nur einmal so schnell aufstellen, ne? Okay, hier ist anscheinend wieder eine Kirche. Kriegen wir eine heilige Träne? Das ist die Kirche der Sturmrufer. Oh. Das war knapp. Ah. Hier seid die Sturmrufer, okay. Ihr seid die Sturmrufer, okay. Ja, 10 bis 20 Stunden, das geht ja eigentlich gut durchlauf, würde ich sagen. Blitzpulzen. Marschfutterstein. Ja, das ist halt gerade noch mein erster Durchlauf. Und ich bin gerade so. Ich müsste jetzt so bei 62 Stunden sein oder 63. Ich habe auch versucht, bisher alles zu erkunden, was geht. Außer bei einem Gebiet war ich mir nicht ganz sicher. Da, wo diese Riesenameisen untergrund gekommen sind, da war noch mit dieses Vieh, was an der Decke so Gravitation geschossen hat. Da konnte man da irgendwann durchgehen. Und dann konnte man von oben her so ein Blutmeer sehen oder so ein, ja, ich sag mal so eine Art Wiese. Und da sind auch einige runtergesprungen, aber ich glaube, da kann man noch nicht hin. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein anderes Gebiet, wo der Fahrstuhl einen hinbringt. Darf man sagen, wie viele Bosse es gibt? Ja, die Anzahl der Bosse kannst du ja sagen, das ist ja nicht so gespoilert. Wäre nur ein bisschen gespoilert, wenn man jetzt sagt, welche Bosse es gibt. Oder welche besonders schwer sind. Könnte nämlich sein, dass ich die noch nicht gemacht habe. Genau, also Anzahl kannst du ruhig sagen. 164. Wahrscheinlich auch so alle Bosse, die so ein bisschen auf der Karte verteilt sind, also mit Katakomben oder wenn jetzt irgendwo auf der Karte mal so ein Gravitationsbestie ist oder so ein Baumgeist, das zählt wahrscheinlich auch als Boss, oder? Also zumindest alles, was so eine Bossleiste hat. Wahrscheinlich. Oder? Das ist ja nicht die genaue Definition. Aber 162 schon eine Hausnummer. Okay, darf ich auch einen Erfolg festziehen, dass du weißt, dass du bei 115 bist? Oder woher weißt du das? So, jetzt noch Nummer 1, dann können wir durchs Tor reiten. Da müsste ich eigentlich alles abgegast haben. Weiter Tafel lang zurück. Oh Gott. Hi. Ich glaube, das ist halt hier meiner Brücke. Der ist ja alle deiner. Okay, das wird spannend. Das wird auch sehr überraschend. Okay, Schaden geht denn eigentlich. Ups. Oh. Da waren wir schnell weg. Also, ich möchte gerne nochmal probieren. Ich glaube, das wäre vielleicht möglich. Muss ich vielleicht mal auf die Attacken ein bisschen achten. Das kann.
kam überraschend. Mal zurück. Okay. Dann reite ich hier noch einmal rum. Und dann nach oben. Ja, der Teil kam sehr überraschend. Ich hatte nur so ein Geräusch gehört und dachte, oh, was ist das? Da sah schon die großen Flügel. Wahrscheinlich sollen die Blitze dann auch immer so ein bisschen den Drachen untermalen, ne? Ah, geht doch mal richtig in meine Klade auf, sondern meine Flügel, meine ich. Okay, da macht anscheinend auch so die Blitzschaden. Okay, der scheint, glaube ich, krass zu sein. Oh, da ist der Gas weg. Ich hab den Angriff schon gesehen. Okay, könnte auch sein, dass bei mir ein bisschen ist. Oh. Ich sehe gerade, dass mein WLAN irgendwie rumspinnt. Hat nur 400 Kilobyte irgendwie gerade. Eigentlich bin ich gerade mal 2600. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eigentlich ging das bisher mal ganz gut. Mist, da kann ich leider jetzt auch nicht so viel ändern, außer dem Stream abbrechen, aber das will ich jetzt auch nicht machen. Okay, jetzt geht's ein bisschen hoch, jetzt bin ich bei 1000 Kilobyte. Aber Wodka ist auch gut, da hast du recht. Das stimmt. Aber ich glaube, das liegt gerade irgendwie an mir, warum auch immer das jetzt so wenig ist. Das hat das eigentlich mal wunderbar funktioniert. Würde mich freuen, wenn du jetzt trotzdem dran bleibst und nicht dich das gerade mit dem Button so ein bisschen ärgert. Aber ich habe auch Vodafone angefahren in Deutschland, ja. Aber dann wird es wahrscheinlich ein Problem mit den WLAN sein. Weil das Problem ist, der Router von mir steht eigentlich im Wohnzimmer. Ich benutze extra schon Repeater. Aber anscheinend. Gott. Schwankt das so doll. Das Internet manchmal, dass ich mal manchmal nur 4500 habe, manchmal 6000 Kilobyte. Wo ich eine 100 MB Leitung habe. Aber gerade ist das durchgehend zu niedrig. Warum auch immer. Okay, jetzt steigt es. Jetzt sind wir bei 1,4. Jetzt 1. Ich hoffe, er stabilisiert sich jetzt wieder. Ich verstehe aber nicht, warum das so niedrig ist. Das ist echt ärgerlich. Weil wir auch mit der Auflösung nicht runtergehen, dann wird das alles so schwammig, ne? Ärgerlich. Lass jemand mal meinen Stream, mit dem man sich nett unterhalten kann. Man spinnt bei mir Vodafone rum. Wahrscheinlich dachte er nicht Vodafone. Ach, der ist auch Vodafone. Da müssen wir mal die Verbindung drosseln, ne? Ja, ich dachte nicht, dass sie da viele drauf sind. Attacke. Okay, ein Sturzflug. Oh, jetzt macht die wieder seine. Okay, macht eine Feuerattacke. Okay, wir haben schon Teil geschafft. Attacke hier noch was ab, glaube ich. Oh, jetzt macht er diese Attacke. Okay, ich fahre diesmal nicht runter. Das ist gut. Aber er sieht auch krass aus, der ist irgendwie die ganze Zeit so mit Blitzen geladen. Und mit Blitzen. Okay, die Wölfe sind weg. Ja, der Nachrichten lese ich gleich. Ich bin gerade so mit dem Kampf. So, schlag mal zu. Oh, da hatte ich Glück gehabt, wahrscheinlich. Das war diese Attacke, die mich bis dahin mal weggeschmettert hatte.
Die Hälfte haben wir schon. Wieder gut, aber es schwankt immer noch so zwischen 6 und 3000. Landsexcleave. Ist wahrscheinlich wieder ein Zauber, oder? Och, geschafft. Was ist das denn geschrieben? Ja, das Problem hatte ich auch öfter gehabt, vor allem in meiner vorletzten Wohnung. Da war irgendwie immer eine Störung, dann ging gar nichts, oder das Internet war durchgehend immer lahmarschig. Aber seitdem ich eigentlich hier bin und in der Wohnung davor, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Also jetzt müsste die Leitung auch wieder stabil. Ich glaube, das hier ist einfach nur der Fehler, dass durch den WLAN so halt durch Verzögerung kommt, ne? Ja, mit 1 Gigabyte Leitung, da sollte es eigentlich klappen, ne? Aber oft kommt man die Hälfte an. Das haben die auch selber festgestellt, dass nur die Hälfte ankommt. Meistens sagen die, ach, kommt ja alles an, kein Problem. Kenne ich nämlich auch. Dass die das sagen. Aber manchmal ist es auch so, es kommt wirklich dann alles an. Und natürlich sowas wie gute Neustarten, den Trick kennst du wahrscheinlich auch, ne? Du bist ja wahrscheinlich auch zur jüngeren Generation. Ich muss da wieder hoch. Okay, ist ja sogar bis 10.000 gesprungen, weil ich angeblich 10.000 getragen habe. Das ist irgendwie immer noch gut, wahrscheinlich, weil der Stream jetzt so ein paar Sekunden Rückstand ist. Ich hoffe nicht zu viel. Nämlich das hatte ich beim allerersten Stream mal gehabt, da habe ich dann 1080p gemacht und dann war der Stream irgendwie 5 Minuten hinter dem gewesen, wo ich gerade bin. Ich hoffe, das geht jetzt, dass jetzt alles relativ zeitnah ist. So, okay, wir sind hier. Noch ein Kampf. Wer will mit mir kämpfen? Keiner, okay. Okay, ich setze mal wieder ein paar Marker. Der Seite war mir. Okay, du hast jetzt GG geschrieben. Den Drachen habe ich jetzt vor ein paar Minuten gemacht, also muss der Stream doch ein paar Minuten hinterher. Ich hoffe, das stört dich nicht so sehr, dass jetzt dann dauern könnte, dass ich dann vielleicht 3 Minuten später antworte oder so. Ein bisschen ärgerlich. Wie gesagt, letztes Mal hat es geklappt. Und dann kriegt man einen netten Zuschauer rein und sagt das Internet gleich wieder, nee, nee, das ist jetzt mit ein paar Verzögerungen zu tun. Obwohl ich das ja gar nicht so drin habe, ich habe eigentlich niedrige Latenz drin, damit das einem das schnell geht. Ihr habt natürlich eigentlich auch Zeit zu antworten, wenn ihr was schreibt. Aber wenn der Stream gerade so ein bisschen rumspielt, dann ist das Ganze auch wieder ein bisschen erschwert. Ich bin noch gar nicht durchgegangen, ich hätte, ne? Ich wundere mich hier schon. Oh, 2023 kannst du Telekom, also hast du noch Kündigungsfrist. Ja, das ist so ein bisschen auch ärgerlich, dass man, wenn man so Probleme hat, dass man dann nicht irgendwie direkt fristlos kündigen kann oder die einen den Wechsel noch ein bisschen erleichtern, ne? Wäre zumindest irgendwie fair, wenn das Ganze schon nicht läuft, ne? Ah, deswegen ist gut, wenn nur die Hälfte ankommt, dass du nur die Hälfte zahlst. Das ist missverständlich.
Ist ja auch, glaube ich, durch der relativ neuen Gesetzung, ne? Dass das auch so ist, dass man auch nicht den vollen Preis bezahlen muss. Man hat dann Recht dafür oder darauf, dass auch die volle Breite ankommt, ne? Oh ja, 24 Stunden Disconnect, das ist ärgerlich. Da freue ich mich ja gerade, dass alles funktioniert. Okay, was willst du denn? Nehmen wir mal ungefähr, das geht besser. Das geht besser. Das war du? Was war ich denn? Okay, der muss entstampfen. Stampfmedizin. Oh, das war wieder doof. Aber hier im Loch ist irgendwie auch doof zu sitzen. Geh ich mal lieber raus. Okay, können wir so machen. Du kannst gleich schreiben, wenn ich gucke. Oder du guckst, wann ich antworte. Aber ich würde schätzen, es sind 3 Minuten. Okay, ja, also. Also stand das schon ein bisschen. Ich habe gerade noch den Trotzende gemacht. Test. Du hast jetzt Test geschrieben. In dem Augenblick. Mal gucken, wann die Nachricht bei dir ankommt. So, und auch an die anderen Zuschauer, die gerade zugucken. Weil es gerade ein bisschen verzögert, weil irgendwie das Internet teilweise fast weg war. Jetzt sollte es wieder stabil laufen, aber natürlich gerade der Stream ein bisschen verzögert. Ich hoffe, das hält euch von nichts ab. Geben hier unser Bestes. So, hier ist nochmal ein Camp mit Fledermäusen. Die gehen da eigentlich auch als Gegner. Ja, komm, schlag zu. Komm, da ist die Fledermaus hier schon unten. Ich krieg's nicht gerallt. Okay, die ist ein bisschen eklig, diese. Ich sag mal, die ein bisschen menschliches Gesicht hat. So. Ist sie hier? Grüne Rune. Geht's noch nach unten? Da will ich auch hin. Ich habe mir gar nicht das Camp angeguckt. Nur gerade die Fledermäuse tot gemacht. Dass das ein Camp ist. Genau, kannst du aufschreiben, wie viele Minuten das waren. Aber ich glaube, das war vielleicht schon rauszuhören. 2 Minuten 15. Na, war ich gar nicht so weit weg von meiner Schätzung. Naja, 2 Minuten 15 geht ja noch. Ich hoffe, das wird nicht noch mehr. Ich wollte ja noch eine Stunde 30 streamen. Apropos, Stunde 30 streamen. Ist ja gerade fast 4 Uhr. Was hält denn euch oder dich denn gerade noch wach? Warum seid ihr denn noch nicht am Schlafen? Wegen Umstein? Naja. Hä? Ey, komm, das war ein Treffer, oder? Weil die Libelle erwischt. Ah, da ist noch einer. So, zweimal Kopf der Libelle. Sieht irgendwie aus, als würde hier was spawnen, so in der Mitte Grabstein. Oder auch nicht. Noch eine Libelle. Ah, hier ist doch noch irgendwas versteckt. Ich habe jetzt, glaube ich, noch nichts aufgesammelt. Oder? Aber ich höre wie eine Kriegsasche. Aber da eins war ich noch gar nicht. Also muss ich doch noch hier runtergehen. Wollte ich runter? Da geradeaus. Das ist aber tief. Da muss ich nochmal rumreiten. Trinken ist wichtig. Irgendwas vertrinken gesagt oder willst du mich noch daran erinnern? Müsste ich auch mal wieder machen. Merk schon, die Stimme wird so ein bisschen rauer. Oder trockener. Ja, für die Psyche auch, das stimmt. Sowohl Körper als auch Geist, ne?
habe dadurch Probleme beim Schlafen. Bin nach 4-5 Stunden wach. Also wenn du zu wenig trinkst, wirst du nach 4-5 Stunden wach. Und jetzt bist du gerade wach und wolltest so ein bisschen in meinen Stream gucken, weil du eh wach geworden bist und kannst wieder nicht einschlafen. Hab ich jetzt so verstanden. Also ich freue mich natürlich, will ich natürlich nicht wegjagen. Das auf keinen Fall. Aber mich interessiert so ein bisschen, was so andere so um diese Uhrzeit wach hält. So, ich glaube, hier unten ist überhaupt gar nichts, ne? Außer halt die Treppe, die wir nach oben gefolgt sind. In der Mitte kam ja so eine Schwarzklinge, die habe ich mal ausgelassen, weil der irgendwie zu stark für mich so auf den ersten Blick war. Okay. Deine Einkaufsbegleitung. Und Tüche, was hast du denn, wenn ich fragen darf? Genau. Das ist ein guter Tipp. Sollte man immer im Kopf behalten, dass man regelmäßig was trinkt. Okay, wir reiten mal da nach oben. Ich glaube, die Schwarzklinge kam irgendwo da so, ne? Ich höre noch eine Kriegsasche. Hier ist nichts außer ein paar Einschusslöcher. Genau, das hatte ich schon gelesen mit dem Einkaufen. Okay, das sieht nicht aus nach... Okay, das Wasser, man kann nicht schwimmen, das wollte ich sagen. So. Oh, wieder einen Trank zubekommen. Der will wahrscheinlich kämpfen, mache ich einfach mal. Der steht ja hier so random rum. So, jetzt können wir den gleich staggern. Nee, der kann nichts zutrampeln, das kann er. Oh, der springt hoch. Oh, der hat mich noch erwischt. Unglaublich. Komm, mach mal, ich trinke was. So. Als mal Spiel. So, das andere sollte ich auch gleich mal machen. Nach dem Kampf vielleicht. Bisschen Wasser trinken. So, komm mal her. Du gehst dahin, ich geh dorthin, gehst nochmal rum, schlägst nochmal zu. Ach, ups, der ging daneben. Au, au, au. Ey, komm, ich war doch hinter dir, du konntest mich nicht erwischen. Du konntest mich nicht erwischen. So, zack. Ich schläg nochmal ein. Ich trink mal so lange ein. Aber das ist doch schon eine Liste. Aber irgendwie auch sehr vielseitig, würde ich sagen. War das bei dir schon immer so ausgeprägt oder hat sich das irgendwie entwickelt? Also ich kenne mich da nicht so viel aus, weil ich nicht mit so vielen Menschen zu tun habe, die das haben. Also ich kenne auch ein, zwei Personen in meinem Umkreis, die mit ein, zwei Sachen zu tun haben. Aber so richtig eng mit denen bin ich nicht und ich weiß nie, wie das entstanden ist, ob das bei denen auch immer war oder dass irgendwelche Traumata. Oh, bis zum 37, also wieder fast gleich Zeitalter. Seit der nächsten Monat 34 wird ja gar nicht so weit auseinander. Auch dann lebst du mit der auch schon 24 Jahre. Wegen Kindheit. Also falls ich dann doch zu persönlich werde oder zu tief grabe oder so, ne, dann sag Bescheid, ne? Ich will nicht irgendwas aufwühlen, was dich doch irgendwie belastet, ne? Oder was du nicht sagen möchtest, ne? Das ist alles frei. Du musst natürlich nichts
erklären, was du nicht erklären möchtest, ne? Also durch Kindheit, also wahrscheinlich irgendwie ein Traumata, irgendwas Schlimmes erlebt. Ja, das ist natürlich schade, wenn die Mama früh stirbt und der Vater dann vielleicht für einen nicht so da ist, ne? Dass das dann irgendwo dann doch Narben hinterlässt, ne? Tut mir dann irgendwie auch leid, dafür konntest du dann auch nichts. Warte mal. Ja, dann war es natürlich. Ach, ja. Das nimmt er natürlich einen auch nochmal mit, wenn man dann auch nicht wirklich das Zuhause hatte, muss dann irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen. Das ist schon hart. Ja, das kann ich verstehen, also. Ja, vor allem nimmt es als Kind einen mit, wenn man nicht Kind sein kann und kriegt dann nur Schläge und kann nicht glücklich sein und herumspielen wie andere Kinder. Das steckt sich natürlich dann irgendwo nieder, ne? Also generell der Frage, ist das dann noch so schlimm wie damals? Kommst du besser klar? Oder ist dein Alltag stark beeinträchtigt dadurch? Ja, halt hier wo? Ne, hier gibt es einen Aufgang, glaube ich. Ja, die Treppe. Okay, du lebst daneben, das hört sich gut an. Könnte es sein, dass die Verzögerung kürzer geworden ist? Du antwortest aber relativ schnell auf das, was ich sage. Oder ich wiederhole mich jetzt einfach zu oft. Okay, 4 und 5 wollte ich jetzt machen. Da ist wieder so ein Untoter. Ist anscheinend wieder viel zu erkunden. Zu Nummer 5 gehe ich also hoch. Ah, dann hast du aktualisiert und hast wahrscheinlich dann die 2 noch übersprungen, aber ich habe ja eh nicht so viel zum gucken. Also ich habe ein bisschen erkundet. Hier war, glaube ich, nur der Tache war eigentlich spannend, ne? Und es sagt nur so ein bisschen Loot rum, also ein paar Ruhen und sowas. Ja, ist aber gut, da können wir ja wenigstens zeitnah kommunizieren. Genau, du lebst daneben, also kommst du das schon besser klar, hast aber dennoch ein paar Einschränkungen, wie mit den Einkaufen. Wahrscheinlich, weil du dann, ich sag mal, Menschenmassen nicht, aber mehrere Menschen sind dann hier relativ nah, vielleicht auch in einer persönlichen Zone, weil die Gänge so eng sind beim Einkaufen. Warte, ach, da sind Schlangen in den Köpfen. Ah, die greift man noch an. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hey. Ah, das sind auch Skelette. Die muss ich jetzt auch mal probieren. Ah, schwer zu treffen, ne? Haben die irgendwas? Ah, die können auch mal zaubern. Gott, wie viele Runen habe ich denn? 152? Sollte mich mal irgendwie mal aufleveln, ne? Sollte ich jetzt mal alle machen? Komm, ich mache mal aus Spaß. Muss auch einmal sein. Ich lese mal deine Nachricht gleich weiter. Die sind gerade ja schon ausführlich teilweise, aber ich will die natürlich auch würdigen. Es geht ja gerade um deine Person, ne? Ich erinnere mich so ein bisschen vom Muster an diese Holzräder von Dark Souls. Wäre auch so nervig. Ich habe einen angeholt und konnte nichts machen, ne? So, wo war ich denn stehen geblieben? Genau. Genau, man lernt mit umzugehen. Wahrscheinlich, wie gesagt, hast du dann Sozialarbeiter, der dich begleitet, wie zum Einkaufen. Weiß nicht, ob du auch Medikamente nehmen musst, die das vielleicht ein bisschen besser oder erträglicher machen. Was ja auch nicht schlimm sein muss. Also Depression ist ja, wenn ich sagen, ist eine Volkskrankheit, aber haben schon relativ viele. Ich selber muss ehrlich sagen, ich hatte auch mal Depressionen, hatte auch mal Medikamente genommen. Wissen auch gar nicht so viele, was ich eigentlich auch sehr persönlich finde. Aber es kann mal schnell gehen, ne? Also jeder hat ja mal seine Vergangenheit, die nicht einfach ist. Nicht jeder wächst behutsam auf. Und ja, das hat irgendwann auch dazu geführt, dass ich auch mal Depression hatte. Aber das war auch war so im Alter von 18 bis 21. Und seitdem geht es mir eigentlich auch wunderbar, dass ich keine Probleme habe.
Und habe auch Freunde, Sitter, die mir halt geben. Mir eigentlich auch. Natürlich nicht alle. Da gab es ja so ein, zwei Gründe, das dazu geführt hat. Aber man kommt halt, klar, das kann ich schon verstehen mit den Depressionen. Bei dir ist es natürlich ein bisschen mehr. Das will ich jetzt nicht gleichstellen. Was hast du noch geschrieben? Ich bleib mal kurz stehen, ich lese mal kurz hin, ne? Okay, das steht mit dem Kontrakt mit den anderen. Also sind die anderen wahrscheinlich Verwunder und da wird wahrscheinlich erstmal die Depression dann außen vor gelassen. Aber mit der kann man vielleicht auch klarkommen, wenn man halt Halt hat oder vielleicht wirken die anderen ja auch ein bisschen positiv da drauf. Aber das hat schon viel. Hast du denn eigentlich auch Probleme, den Rhythmus einzuhalten? Vergisst du manchmal was? Und wenn ja, merkst du das dann auch dann direkt, dass da irgendwas fehlt? Und eine Sonnenblume, verkauft für 300, machen wir nochmal. Wir haben ein paar. Die kaufe ich auch weg. Die Parfümflaschen. Hier kriegt man einen goldenen Großfall, auch nice. Fackel der Flamme, Fackel der Wache. Irgendwo konnte man auch sehen, ob man das schon hatte, ne? Aber ich finde das immer auf Anhieb nicht. Hatte ich das schon oder nicht? Ich hatte irgendwie eine größere Fackel auch schon in meinem Inventar, aber ich sehe nicht wo. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, ob man das irgendwo sieht. Achso, nach zwei, drei Tagen merkst du das dann erst, okay. So wie ein Schatten, ja. Okay, ich kaufe erstmal weiter, das ist was. Beten Augenbinde. Betenrobe. Und Notiz unter der Hauptstadt. Ja, natürlich will man nicht, dass dann der Schatten oder diese Stimme rauskommt, ne? Das kann ich schon verstehen. Habe ich hier mittig was? Okay, aber könnte auch sein, zum Beispiel, manche stellen sich trotzdem Wecker oder ich sag mal, wie die Pille bei der Frau oder was man ja eigentlich täglich nimmt. Gibt es ja auch viele, die das dann vergessen, ne? Also nicht so, dass Frauen das jetzt immer vergessen würden, das will ich damit nicht sagen. Aber irgendwann hat man ja diesen, diesen Alltag oder diesen Trotz drin, ne? Und dann vergisst man das vielleicht und denkt, das nehme ich jeden Tag und vergisst das dann irgendwie dadurch. Okay. Wer bist du denn? Ja, war irgendwie speziell, ne? Nee, irgendwie nicht, ja, sah nur gut aus. Ungefähr. War ja selten. Ja, ist gut. Das finde ich gut, dass du das nicht vergisst oder immer noch so gut dran denken kannst, vor allem wenn du das wahrscheinlich schon 24 Jahre nimmst, das ist schon eine lange Zeit. In der Zeit hätten manche schon, wie gesagt, schon dieses Muster drin gehabt, dass sie das irgendwie vergessen, dass es irgendwie täglich ist. Okay, ich wollte mal auf der Karte gucken. Ach, das sind ja auch Skelette, die werden wiederbelebt. Gehen wir da erst recht weg, ne? Okay, Kampf ist noch vorhanden. Okay, Nummer 1 und dann sind wir in Nähe des niederen Baumes. Was uns da erwartet. Da sind wieder diese Soldaten. Okay, ich würde einmal links komplett gucken und dann eigentlich nur geradeaus, ne? Oh, ich höre irgendwas Interessantes. Aber ich würde sagen, hier kommt man vielleicht von hier Hauptstadt rein, ne? Hier könnte man irgendwie runterkommen. Ist doch irgendwas explodiert. Okay, ich habe umgekommen. So, der Wecker heißt auch dann direkt Medikamente nehmen. Ja, also mache ich das bei meinem Morgenwecker. Der heißt dann immer aufstehen, los, los, los oder so mit ganz vielen Ausrufezeichen. Und dann guckt man auch mal drauf und denkt, ah, stimmt, ich muss aufstehen. Ist aber auch. Okay, wir gehen erstmal zum Baum. Aber hier in dem Gebiet ist es irgendwie auch so, dass das nicht mehr diese
Avatare sind, ne? Hat er ja davor diese das komische Vieh gehabt, was einen so verflucht oder so instant tot macht, wenn die Leiste voll ist?